In diesem Video erfährst du die vier Hauptgründe, die sich hinter dem schlechten Benehmen von Kindern stecken. Wenn du dieses Video bis zum Schluss anschaust, wirst du nicht nur erfahren, warum dich die Kinder auf die Palme bringen, sondern auch Tipps, wie du das schlechte Verhalten ändern kannst. Dieses und weitere Videos zum Erziehungstipps werde ich für euch in eine Playlist zur positiven Disziplin zusammenfassen. Falls du dich für diese Themen interessierst, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück gleich auf die Glocke, damit du nicht verpasst, wenn ich ein neues Video zu dem Thema hochlade. Lass uns gemeinsam unsere Kinder zu kompetenten und selbstbewussten Menschen erziehen. Rudolf Dreikos war ein österreichischer Psychologe, der das schlechte Benehmen von Kindern geforscht hat. Und er hat festgestellt, dass es nur vier Gründe gibt, warum sich die Kinder schlecht benehmen. Grund Nummer 1. Es könnte ein Kampf um die Aufmerksamkeit sein. Das Ziel des Kindes ist, die Aufmerksamkeit zu erlangen, und durch sein schlechtes Benehmen versucht er, diese Aufmerksamkeit zu erkämpfen. Grund Nummer 2. Das Kind versucht, sich Macht und Überlegenheit zu erkämpfen. Jeder Mensch, ob groß oder klein, wird mit einem freien Willen geboren, mit einem Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Wir haben das Streben, unser Leben selbst zu bestimmen und autonom zu sein. Aber die Kinder haben nicht so viel Kontrolle über eigenes Leben. Sie haben uns Eltern, die das Sagen haben. Wir sagen, wo es lang geht. Wir sagen den Kindern, was sie heute essen. Wir sagen den Kindern, was sie heute anziehen oder was sie heute tun sollen. Und deswegen wollen die Kinder diese Machtkämpfe ausfechten. Grund Nummer 3. Rache und Vergeltung. Das ist, wenn das Kind sich so benimmt, um euch weh zu tun oder möchte etwas heimzahlen. Dieses Verhalten ist ziemlich unangenehm, aber es hat seine Gründe. Wir werden gleich darüber reden. Und der vierte Grund des schlechten Benehmens ist die Vermeidungstaktik. Das Kind zieht sich zurück, glaubt nicht an sich, möchte alleine gelassen werden und gibt schnell auf. Also insgesamt vier Ursachen, wieso die Kinder sich schlecht benehmen. Hinter all diesen Ursachen steht ein Grundbedürfnis, ein soziales Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bedeutung. Jeder Mensch, egal ob groß oder klein, hat das Bedürfnis, dazuzugehören, hat das Bedürfnis, wichtig zu sein, zu seiner Gemeinschaft beitragen, möchte das Gefühl haben, geliebt zu werden, er möchte das Gefühl haben, respektiert zu werden, fair behandelt zu werden. Diese sozialen Bedürfnisse hat jeder Mensch, nicht nur Kinder, und die steuern unser Verhalten. Wenn das Kind ein Gefühl hat, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht wichtig, versucht das Kind unbewusst durch sein Verhalten das Gefühl der Zugehörigkeit und Selbstwertes wiederzufinden. Zum Beispiel ein Kleinkind, das versucht die Aufmerksamkeit von Mama zu erlangen, um dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu bekommen. Das Kind jammert und quengelt und klammert an Mama fest, bis Mama das Kind auf die Hände nimmt. Das Kind hat sein Ziel erreicht. Er hat die Zuwendung bekommen. Auch wenn das durch das negative Verhalten ausgelöst war, hat es total funktioniert. Das Kind hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, das negative Verhalten ist nicht das Problem, sondern das ist nur ein Symptom. Und genauso wie ein Arzt nach der Ursache der Krankheit suchen muss und nicht nur Symptome behandeln muss, müssen wir Eltern oder können wir Eltern nach den Botschaften suchen und dieses Verhalten entziffern. Welche Botschaften stecken hinter dem Verhalten? Was möchte mir das Kind mit diesem Verhalten sagen? Es steckt etwas dahinter. Okay, wir machen jetzt eine kleine Übung. Ich werde euch vier verschiedene Szenen zeigen. In jeder Szene wird sich das Kind schlecht benehmen. Und ihr müsst erkennen, welches Ziel das Kind verfolgt in jeweiliger Szene. Es sind ja nur vier Ziele: Aufmerksamkeit, Macht, Rache und Vermeidung. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Räumst du jetzt bitte das Spielzeug auf? Ich kann nicht. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Ich bin müde. Ich kann nicht. Räum bitte das Spielzeug auf. Ich bin müde. Jetzt räum endlich das Spielzeug auf. Okay, stopp. Wie hast du dich gefühlt? Genervt. Und du, lieber Zuschauer, wie hast du dich gefühlt? Wie hättest du dich an der Stelle vom Eltern gefühlt? Räum jetzt bitte das Spielzeug auf.
Räum jetzt das Spielzeug auf. Du bist so unfair. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Mama zwingt mich nie dazu, Spielzeug aufzuräumen. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Ich hasse dich. Okay. Wie hast du dich gefühlt? Angegriffen. Angegriffen. Verletzt. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Okay, Papa, ich werde es gleich tun. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Ich tue das gleich, Papa. Oh, du hast ja so ein tolles T-Shirt hier, Papa. Räum jetzt bitte ja, das Spielzeug auf. Ja, ich mache das gleich, Papa. Ich mache das in einer Sekunde. Du hast ein tolles T-Shirt heute an. Räum jetzt das Spielzeug auf. Das mache ich gleich. Wie hast du dich gefühlt? Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Räum jetzt bitte das Spielzeug auf. Nein! Räum jetzt das Spielzeug auf. Nein, nein, nein! Räum jetzt das Spielzeug auf, bitte. Du zwingst mich nicht dazu. Räum. Okay. Wie hast du dich gefühlt? Wütend. Wütend. Okay, schreib mir bitte in die Kommentare, Szene 1, Szene 2, Szene 3 und Szene 4, welches Ziel verfolgt das Kind in jeweiliger Szene? Wir haben 4 Ziele, Aufmerksamkeit, Macht, Rache und Vermeidung. Lass uns nochmal diese 4 Gründe durchgehen und überlegen, welche Botschaften, verschlüsselte Botschaften stecken dahinter. Ich werde euch auch Erziehungstipps geben, wie man dieses schlechte Verhalten ändern kann und eventuell dagegen steuern kann. Ursache Nummer 1, Aufmerksamkeit. Das Kind kämpft um Aufmerksamkeit. Wie benimmt sich dein Kind? Dein Kind ist quengelig, es klammert, es jammert, es versucht deine Aufmerksamkeit zu bekommen, das befragt dich die ganze Zeit, es hält dich auf Trab, ja? Es fordert eine Extrawurst ein. Es möchte ständig im Mittelpunkt deines Interesses sein. Manchmal kann es unordentlich und unselbstständig sein, eine Schwäche und mangelnde Konzentration zeigen. Manchmal ist das Kind sensibel und ängstlich. Es fordert dich heraus. Wenn du so ein Kind ermahnst, hört er mit so einem Benehmen kurz auf, aber nach einer Weile fängt er wieder von vorne an. Wie fühlst du dich? Du fühlst dich verärgert, du fühlst dich gereizt, du fühlst dich unruhig, manchmal hast du Schuldgefühle. Aus welcher Überzeugung benimmt sich dein Kind so? Dein Kind denkt, ich werde nur dann dazugehören, wenn ich deine Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich eine Extrawurst einfordere. Ich werde nur dann wichtig, wenn ich dich auf Trab halte. Was ist aber die verschlüsselte Botschaft hinter diesem Verhalten? Beachte mich. Ich will mitmachen. Was kannst du als Eltern tun, um dieses Verhalten zu verbessern? Zum einen kannst du deinem Kind positive Aufmerksamkeit schenken, nicht die negative. Wenn das Kind sich schlecht benimmt, wenn das Kind sich deine Aufmerksamkeit verlangt, in der Situation, wo es unpassend ist, zum Beispiel hast du Gäste und das Kind benimmt sich daneben, in dieser Situation darfst du ihm keine Aufmerksamkeit schenken, keine negative Aufmerksamkeit. Wenn das Kind diese Aufmerksamkeit bekommt, merkt er sich das und überlegt, nächstes Mal das Verhalten zu wiederholen, weil auf diese Art und Weise hat er sein Ziel erreicht. Er hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen diese negative Aufmerksamkeit nicht geben. Das Verhalten dadurch nicht bestärken. Was kannst du tun? Du kannst dem Kind positive Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, bevor das Kind irgendwas Falsches tut, kannst du dein Kind loben, kannst ihm sagen, ich habe gemerkt, wie schön du heute mit deinem Bruder gespielt hast. Ich bin so froh, dass du heute deine Hausaufgaben selbstständig gelöst hast. Es freut mich, dass du heute so gut gelaunt bist und so höflich bist. Und so weiter. Du kannst verschiedene Beispiele, du kannst das Kind früher merken und deinem Kind Aufmerksamkeit schenken. Sehr wichtig in dieser Situation auch spezielle Zeit für das Kind haben. Das heißt, Qualitätszeit, ja, Quality Time. Du nimmst dir Zeit, wo du nur 100% mit deinem Kind bist. Du fokussierst dich nur auf dein Kind. Du machst das, was dein Kind möchte. Du machst das Handy aus. Keiner kann dich stören in diesem Moment. Du sagst deinem Kind, du bist mir sehr wichtig. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Was du noch tun kannst, du kannst dem Kind eine Aufgabe geben, die sehr nützlich ist. Ja? Wo er Gefühl hat, der trägt bei, der ist sehr nützlich
und man schenkt ihm die Aufmerksamkeit, dass er für diese Aufgabe verantwortlich ist und der macht es sehr gut und der ist wichtig für diese Gesellschaft. Und was noch sehr hilfreich ist, sind Routinen, feste Tagesabläufe, Rituale, Familientreffen und so weiter. Das stärkt das Kind und schenkt ihm mehr Aufmerksamkeit. Ursache Nummer 2, Macht. Wie benimmt sich dein Kind? Dein Kind möchte gerne Chef sein. Dein Kind möchte gerne seinen Standpunkt festlegen und beweisen. Dein Kind möchte immer das letzte Wort haben. Es streitet gern mit dir. Es ist ungehorsam. Manchmal hat dieses Kind Wutanfälle und Trotzanfälle. Manchmal lügt das Kind oder gibt an. Diese Kinder haben oft schlechte Gewohnheiten, wie zum Beispiel Nägel kauen oder Daumen lutschen, solche Sachen. Das Kind, das nach Macht kämpft, hat immer das Gefühl, gewonnen zu haben, wenn die Eltern oder Erzieher sich ärgern. Ja? Das Kind hat immer diese Machtkämpfe. Wie fühlst du dich? Du fühlst dich provoziert, du fühlst dich manchmal wütend, du fühlst dich herausgefordert, manchmal möchtest du nachgeben, du fühlst dich erschöpft. Das Kind denkt, ich gehöre nur dann dazu, wenn ich ein Chef bin, wenn ich beweisen kann, dass ich etwas selbstständig bestimmen kann. Und was ist die verschlüsselte Botschaft? Lass mich helfen. Lass mich auswählen. So, was kannst du als Eltern tun? Auf gar keinen Fall mit so einem Kind streiten oder kämpfen. Ja? Du musst aus den Konflikten sich herausziehen. Die Konflikte am besten vermeiden. Wenn du sehr wütend bist, am besten das Zimmer einfach verlassen. Du kannst dem Kind sagen, ich kann jetzt nicht darüber reden, ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte einfach erstmal mich beruhigen. Am besten so einem Kind immer wieder Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, ihm eine Wahl geben. Möchtest du heute ein grünes oder ein rotes T-Shirt anziehen? Möchtest du heute zum Abendessen Karotte oder Brokkoli? Wenn es ein Kleinkind ist, möchtest du selber zum Auto gehen oder soll ich dich tragen? Möchtest du jetzt spazieren gehen oder in einer Stunde? Immer wieder Auswahl geben. Mit dieser Auswahl sollen wir Eltern okay sein. Es muss nicht sein, möchtest du heute zur Schule gehen oder nicht. So eine Auswahl nicht geben, aber es muss eine Auswahl sein, die für uns okay ist. Grenzen setzen. Sehr wichtig für solche Kinder sind die Grenzen und man muss die Grenzen liebevoll, aber bestimmt setzen. Und natürlich konsequent bleiben. Seine Macht, das sein Verlangen und Bedürfnis nach Macht in die positive lenken. Das Kind öfters um die Hilfe bitten. Dritter Grund für schlechtes Benehmen, Rache und Vergeltung. Dieses Kind benimmt sich sehr verletzt. Das Kind ist so verletzt im Inneren, dass er dich auch verletzen möchte. Das Kind hat oft Brutalität, Gewalt, das Kind kann fluchen, das Kind kann Beleidigungen aussprechen, das Kind möchte rächen, er möchte dir wehtun, er möchte dich verletzen. Die Leute, die sich so benehmen, die hassen, die rächen, die wollen Vergeltung, die sind sehr verletzt, die haben eine große Verletzung im Inneren und nach außen kommt es in so einer aggressiven Form rüber. Dieses Kind würde Beleidigungen aussprechen, das Kind würde fluchen, das Kind würde sagen, ich hasse dich. Ich liebe dich nicht. Du bist eine schlechte Mutter. Wie fühlst du dich dabei? Du fühlst dich auch verletzt. Du fühlst dich gekränkt. Du fühlst dich enttäuscht. Welche Überzeugung hat das Kind, der sich so benimmt? Der sagt, ich gehöre nicht dazu. Ich glaube nicht, dass ich dazu gehöre. Mir tut etwas weh. Also mache ich den anderen auch weh, damit sie spüren, was für einen Schmerzen ich habe. Mich kann man nicht gern haben oder lieben. Was ist die verschlüsselte Botschaft? Mir tut etwas weh. Was kannst du tun? Als erstes musst du dich beruhigen und versuchen, sich nicht verletzt zu fühlen. Es kann natürlich schmerzen, wenn das Kind sagt, ich hasse dich, Mama. Du musst aber im Hinterkopf behalten, das macht das Kind nicht, weil er dir tatsächlich wehtun soll, sondern er selber schmerzhaft. Natürlich musst du die Ursache finden. Was ist passiert? Hast du das Kind irgendwie verletzt? Hast du ihm was gesagt oder getan? Hat das Kind vielleicht in der Schule Probleme? Hat ihn jemand verletzt? Behandelt ihn jemand nicht fair? Hat er ein Gefühl der Ungerechtigkeit? Gut ist es, Vertrauen zu fördern und gut zuhören. Auf gar keinen Fall auf diese Sätze erwidern mit gleichen Sprüchen oder vielleicht sogar rächen. Das bringt nichts. Dem Kind zeigen, dass man das Kind unterstützt, dass man für das Kind da ist, dass man das Kind
Kind liebt und dass man zuhören kann und mit dem Kind das Problem gemeinsam lösen kann. Wichtig ist auch, diesem Kind Fürsorglichkeit zu zeigen und das Kind versuchen, ins eigene Boot zu setzen, ihm Gefühl zu geben, dazu zu gehören. So, der Grund Nummer 4. Vermeidungstaktik, Unfähigkeit demonstrieren. Wie benimmt sich dein Kind? Dein Kind ist etwas träge. Er hat wenig eigene Initiative. Der möchte dir zeigen, dass er nichts kann und nichts will und nichts weiß. Ja? Manchmal kommt er wie ein Dümmchen vor. Dein Kind möchte einfach manchmal in Ruhe alleine gelassen werden, ist einfach sehr passiv, träge und zieht sich zurück. Wie fühlst du dich? Du fühlst dich in dieser Situation verzweifelt, du fühlst dich hoffnungslos und hilflos. Aus welcher Überzeugung benimmt das Kind so? Das Kind sagt, ich kann nicht dazugehören, weil ich nicht perfekt bin. Also probiere ich das nicht mal, weil ich eh das nicht hinkriege. Ich werde die anderen überzeugen, dass sie von mir nichts erwarten können. Ich bin unfähig und hilflos. Die verschlüsselte Botschaft dabei? Glaube an mich. Zeige mir nur einen kleinen Schritt. Was kannst du in dieser Situation tun? Die Aufgaben in kleinen Schritten aufteilen. Das Kind ermutigen, diese Schritte zu machen. Auf gar keinen Fall mit anderen Kindern vergleichen. Auf gar keinen Fall so ein Kind kritisieren. Das Kind braucht Ermutigung, das Kind braucht positive Reaktion seitens Eltern. Du kannst auch seine Interessen fördern und auf die Stärken des Kindes Augenmerk legen. Versuche auch solchem Kind neue Fähigkeiten beizubringen, ihm neue Sachen zu zeigen, in kleine Schritte aufgeteilt, so dass er auch Erfolgschancen hat und sich freuen kann, wenn er diese Schritte alleine bewilligen kann. Also, es gibt nur 4 Gründe, wieso die Kinder sich schlecht benehmen. Aufmerksamkeit, du fühlst dich verärgert und gereizt. Macht, du fühlst dich provoziert und wütend. Rache, du fühlst dich verletzt. Und Vermeidungstaktik, und du fühlst dich verzweifelt und hoffnungslos. All diese Gefühle, die wir haben, sind kleine Indizien und uns zeigen, was steckt hinter jeweiligem Verhalten des Kindes. Du musst dein Kind nur gut beobachten können und versuchen, das schlechte Benehmen zu entschlüsseln. Erinnerst du dich noch an die Aufgabe, die ich dir gegeben habe? Schreib mir bitte gerne in die Kommentare, welche Szene, welches Verhalten widerspiegelt hat. Ich werde hier noch die Zeit einblenden, so dass du zurückkehren kannst und die Szene nochmal nachschauen kannst. Wenn dieses Video für dich hilfreich war, vergiss nicht mehr Daumen hoch zu drücken, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und zu abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!